Jane Fonda, diese Promis zum Wiener Opernball. Es ist das gesellschaftliche Großereignis in Österreich. Nach 2 Jahren Corona-Pause findet heute Abend wieder der Wiener Opernball statt. Unter den rund 5000 Gästen in der Staatsoper sind auch diesmal wieder zahlreiche Promis aus Show, Kultur und Politik. Stargast von Richard Lugner, 90, ist in diesem Jahr Hollywood-Schauspielerin Jane Fonda, 85. Die sorgte im Vorfeld für Aufregung, weil sie laut Bild nicht in Lugners Limousine einsteigen und lieber ihr eigenes Programm machen wollte. Ich habe sie gefragt, ob sie mit mir tanzen wird. Daraufhin sagte sie, wir gehen doch in die Oper. Da kann man doch nicht tanzen, zitiert die Zeitung Lugner. Sie wusste bis gestern nicht, dass es ein Opernball und keine Oper ist. Anführungszeichen. Außerdem dabei, US-Schauspieler Chris Noth, 68, bekannt als Mr. Big aus Sex and the City. Der freute sich über die Einladung und schwärmte, es ist eine unerwartete Ehre. Und ich werde jeden Moment dieses beeindruckenden Events genießen. Anführungszeichen. Auch mehrere Spitzenpolitiker werden beim Opernball erwartet, darunter Österreichs Präsident Alexander Van der Bellen, 79. Bundeskanzler Karl Nehammer, 50, und Belgiens Premier Alexander De Croo, 47. Aus Deutschland nimmt Finanzminister Christian Lindner, 44, teil. Unternehmer Clemens Hallmann, 47, und seine Ehefrau, Ex-GNTM-Model Barbara Mayer, 36, haben ebenfalls prominente Gäste in ihre Loge eingeladen, darunter Regisseur Thomas Roth, 58, Schauspieler Jeff Wilbusch, 35, sowie TV-Moderatorin Katja Burkhardt, 57. Für den Direktor der Wiener Staatsoper, Bogdan Rostzik, 58, ist es der erste Opernball, ich freue mich natürlich besonders auf das Eröffnungsprogramm, sagte er österreichischen Medien. Wie auch in früheren Jahren ist der Opernball komplett ausverkauft. Eine normale Eintrittskarte kostet 350 Euro. Bühnenlogen 13. 300 Euro, Ranglogen gar 23. 600 Euro. Auch sonst ist der Wiener Opernball ein Ereignis der Superlative, für Gastronomie und Bewirtung sind 320 Mitarbeiter zuständig. Serviert werden über 1200 Flaschen Sekt und Champagner, 900 Flaschen Wein, 900 Flaschen Bier, 2500 Paar Würstchen sowie 1300 Gulaschsuppen. Dekoriert ist die Staatsoper mit 171 Blumenarrangements und 480 Blumengestecken.